So, ich glaube, jetzt müsste die Aufnahme gestartet sein. Ja, steht da. Ja, also ich finde es erstmal toll, dass du die zur Verfügung gestellt hast, dass wir das hier machen können. Ich freue mich. ja, ich wurde nämlich schon mehrfach an mich herangetragen, ob ich nicht mal ein YouTube machen könnte und den Gematrie Explorer ganz einfach zu erklären, für die, die sich da noch nicht so intensiv mit beschäftigt haben und nur eine Möglichkeit finden, ein bisschen besser mit umgehen zu können. Und da habe ich gesagt, okay, das steht schon über einen Monat im Raum, aber irgendwann wurde ich immer wieder gefragt von anderen, Mensch, wie gehe ich damit um? Und da habe ich gedacht, dann mache ich einfach mal ein YouTube von und da wird Heiko helfen, das in die Tat umzusetzen nachher. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie ich das jetzt aktiviere. Ich bin ja auch noch der Neuling in der ganzen Geschichte. Siehst du jetzt den Geometrie Explorer? Nein, noch nicht. Ah, da muss ich Bild teilen machen. Wahrscheinlich. Jetzt? Immer noch nicht. Teilen beginnen. Jetzt sehe ich mich selber. Ja, okay. Ah, jetzt. Jetzt, gut. Okay. Ja, die Schritte muss ich auch erstmal lernen. Da bin ich auch Ja. Neuling in dieser Sache. Ich Okay. schiebe dich mal so ein bisschen zur Seite. Okay, pass mal auf. Ich will mal ganz einfach anfangen. Und zwar, wenn man hier bei den 22, bei den Zeichenlisten aufklickt, dann kann man sehr schön die Hieroglyphen von 1 bis 400 nachlesen. In Rot und in Blau Erklärung. Es ist immer so eine Hilfe, sich da mal hineinzubegeben. Das ist also einfach nur mal die Schritte, dass man weiß, was passiert, wenn. Das nächste ist, hier haben wir die 22 Hieroglyphen und die hebräische Sprache, es ist ja eine reine Konsonantensprache mit zwei Ausnahmen. Einmal Aleph ist ein stummer Konsonant und das Ain. Und wenn ich jetzt nur den Cursor draufhalte, ohne was zu drücken, finde ich unten Aleph, A, E, O, I, welche stummen Konsonanten oder wir würden sagen jetzt Vokale dem zugeordnet sind. Und beim Ain ist es genauso. Das heißt, das Ain kann eben unterschiedliche Vokale annehmen. Wenn ich jetzt aufs B gehe, sehe ich, aha, unter Bet ist auch das W und das V enthalten. Beim Gimel ist es G und C und so weiter. Beim Shin ist es vielleicht noch ganz interessant. Da haben wir das SS auch noch mit drin. Viele sagen, oh, wenn ich jetzt SS habe, wie kann ich das jetzt in die Tat umsetzen? Was für eine Hieroglyphe soll ich jetzt dafür nehmen? Das ist erstmal nur eine ganz einfache Erklärung. Wenn ich jetzt einfach das A jetzt anklicke, dann finde ich das hier und kann auf Suchen gehen. Und dann ist da das Aleph erklärt mit dem Kommentar in Rot- und Blauschreibung. Dann finden wir immer die Tipps, die man sich dann in Ruhe durchlesen kann, um das dann näher zu verstehen. Auf der rechten Seite haben wir die Werte. Totalwert, äußerer Wert, Abbaschwert und so weiter. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Werte eingehen, nur ganz speziell nachher auf die. Was man hier zum Beispiel sehr schön erkennen kann, ist, der äußere Wert ist ja 1, das wissen wir ja, das Aleph. Und der Atbaschwert ist gespiegelt genau die letzte Hieroglyphe, nämlich das Taf. Nicht, der Atbaschwert ist immer das Entgegengesetzte sozusagen von dem äußeren Wert. Und das kann man dann mit allem durchgehen. Ne? Wenn man das macht, dann findet man das Ain erklärt. Jo, dann lösche ich das nochmal.
Lass mich überlegen, dass ich so der Reihe nach so ein bisschen euch das erkläre. Nehmen wir mal einfach an, wir wollen das Wort Adam angucken. ADM. So, das wird hier reingeschrieben und auf Suchen öffnet sich das Fenster mit Adam. Jetzt möchte ich mal erstmal drauf eingehen. Wir finden ja hier mehrere Bezeichnungen. Siehst du ja, ne? Erdboden, Mensch, Röte, Rot, Rot sein, Rot, Braun, ist jetzt hervorgehoben. Mich haben Einzelne gefragt, das verstehe ich jetzt nicht, was ist denn das jetzt mit dem Grau, wie hängt das da zusammen? Es gibt ein Selbstgespräch vom 26.08. Ich glaube, das war irgendwo im Fliegenstall. Ob das 2018 war oder 2017, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Da hat Udo noch einiges zu erklärt. Ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz mit meinen Worten das nochmal erklären, warum diese Hervorhebung. Diese Grundstruktur von dem Geometrie Explorer war im Internet. Und zwar war das eine Übersetzungsschrift von Englisch auf Hebräisch. Und dann hat man das dann nochmal wieder von Hebräisch auf Deutsch gemacht. Und dann wieder auf Hebräisch rüber. Das heißt, es sind also mehrere Schritte gewesen, die eigentlich über das Englische letztendlich Deutsch-Hebräisch geworden ist. Und dadurch sind so viele unterschiedliche Begriffe reingekommen, die nicht verkehrt sind, aber auch sehr verwirren würden. Dann wüsste man gar nicht mehr, was nehme ich jetzt eigentlich dazu. Und dann haben die das jetzt da erstellt haben, die wir uns jetzt ausdenken in unserem Geiste, die Grundbücher Langenscheid, Hebräisch-Deutsch-Übersetzung als Grundstruktur benutzt, denn den Gesenius und den Tenach. Und die Begriffe in den Büchern, die wurden hier schwarz hervorgehoben. Ja? Das ist nachzuvollziehen. Gut. Dann haben wir hier die Grünschreibung. Das ist von der Luria Akademie, was wie die Hebräer das ausschreiben, aussprechen würden. Auch Röte, Rot, Rötlich haben wir schon öfter gehört, das Adam, Adom wird nur anders ausgesprochen, gleich geschrieben, aber eben auch das Wort Röte in sich trägt. Dann die Kommentare. Und dann die Tipps, die auch Reto sehr fleißig, muss ich sagen, hier mit eingebracht hat, die man dann noch in Ruhe mal nachlesen kann, was dann noch so hinter verborgen ist. Ich möchte hier gleich nochmal auf den äußeren Wert und den Totalwert gehen. Die anderen Werte wollen wir erstmal gar nicht beachten. Und zwar der äußere Wert, haben wir ja ADM, ist 45. Ne? Das ist der äußere Wert. Auch wenn man nachher mit Werten was sucht, würde ich vorschlagen, immer erst den äußeren Wert zu nehmen. Aber die Schritte, wo wir das finden hier, erkläre ich uns dann nachher noch. Das sind quasi die Quersumme, ne? Der äußere Wert. Der äußere Wert, ja genau. Das Aleph, das Dalet und das Mem. Nun ist es so, dass dieses Mem ja auch ein Endmem, als Endmem geschrieben wird. Normalerweise aber nur mit 40 am Ende berechnet wird. Aber das Mem hat ja den Gesamtwert 600, das Endmem. Und wenn ich dieses Endmem statt der 40 mit 600 berechne, dann kommt der Totalwert 605 heraus. Ja, das ist der Unterschied. Das heißt, in dem Moment, wo ich eins der fünf Endhieroglyphen, der Endzeichen hinten stehen habe, ob es das Mem ist, ob das Kaf ist oder das Nun ist, ändert sich der Totalwert. Ja, eben nur die Differenz, wie das Endmem geschrieben wird. Denn es ist ja trotzdem noch latent, aber noch im geistigen Bereich trotzdem vorhanden als Zahlenwert eben mit dieser höheren Berechnung.
Und deswegen ist dieser Unterschied zwischen totalen und äußeren Wert. Nachher finden wir noch Worte, da mache ich dich nochmal drauf aufmerksam, wo die beiden Werte gleich sind. Gut, dann machen wir das mal weg. Also so kann man eben die verschiedensten Worte nachvollziehen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo in einem Selbstgespräch oder was schriftlich niedergelegt wurde, hebräisches Wort findet, kann man nochmal hier eingeben und dann die nähere Bezeichnung und Beschreibung sich damit beschäftigen. Mhm. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Fangen wir mal oben an. Also da gibt es, wir sehen schon, da sind auch die ganzen Werte drin. Da steht Zahlenwert. So, was verstehe ich darunter? Wenn ich jetzt 560 eingebe oder 569, egal, kommt gar nichts. Gibt's nicht. So, diese Zahlenwerte bezieht sich nur auf diese 22 Hieroglyphen. Das heißt, wenn ich die Zahl 400 eingebe, ich nehme mal einfach den letzten, dann landen wir beim TAF. Ja? Mhm. Das ist die 400. Und da ist dann die Beschreibung, Rot- und Blau-Erklärung, das immer absolut Daseinende oder eben eine vergängliche Erscheinung, wenn man es blau schreiben würde. Und auch, es ist eine Zeit, das ist das Zeichen, die Note, die Erscheinung, das Phänomene, wahrgenommene Phänomene. Und eben auch dieser Wert. Nicht? Also diese Zahlenwerte bezieht sich nur auf die, wenn ich jetzt nämlich 350 eingebe, 350, dann macht er nichts. Gebe ich 300 ein, na, dann kommt das Shin. Okay? Ja. Gut. Das ist also, was wir unter den Zahlenwerten finden. Das ist genauso, wenn ich sage, ich kann hier auch das Shin eingeben. Genauso, jetzt aber diesmal den hebräischen Buchstaben, nicht der Zahlenwert, kommt es auch, aber manchmal noch zusätzliche Erklärungen, die etwas weitgreifender sind als allein nur das Zahlenwert. Hier ist zum Beispiel jetzt auch die Verben, was alles hinter verborgen ist, der, die, das, also wenn ich das als Präfix lese und so weiter. Und hier wird sogar auch das rote Shin und das blaue Shin erklärt. Und das geheimnisvolle 23. Shin. Aber da habe ich schon einiges ein bisschen auch noch drüber geschrieben im Sephirot-Baum. So, dann löschen wir das mal. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt, das Hebräisch hatten wir ja. Jetzt gehen wir auf Deutsch. Wenn ich jetzt ein deutsches Wort habe und möchte gerne wissen, wie das auf Hebräisch heißt. Also ich spreche nicht vom Hebräisieren, sondern richtig, wie das Wort mhm. heißt. Geben wir mal das Wort Liebe ein. Ich glaube, das war gerade im heutigen Selbstgespräch auch so ein bisschen Thema. Da spuckt er mir 18 Datensätze aus. Sind da oben 18 Datensätze. Im Cursor siehst du ja, ne? Mhm. Gut. Und hier haben wir das Wort Liebe. Und guck, hier ist zum Beispiel der äußere Wert 13. Heute haben wir den 13. Na, so ein Zufall. Ja. Ja. Und den Totalwert 13. Warum? Weil das He am Ende ja nicht zu den letzten 5 Endzeichen gehört, sondern das He bleibt als 5 immer eine 5. Und das wird dann hier erklärt, was es heißt, Liebe, was da noch drin verborgen ist in HB, schenken, geben und so weiter. Und jetzt finden wir natürlich noch mehrere Sachen. Liebe, Liebesverhältnis, Sympathie, Wohlwollen, dass das sich alles so ähnlich wie die Liebe ist. Und dann fragen sich manche, ja, welches Wort soll ich denn nun nehmen? Was passt denn jetzt genau zu dem Begriff Liebe? Dann gebe ich einen Tipp. Und zwar den Tipp, schaut mal unter Tipp. Was unter Tipp steht, bezieht sich dann auch in erster Linie auf das, was das Wort mit ausdrückt. Also Liebesverhältnis ist hier zum Beispiel drin. Ja.
rot geschrieben, auch die Schöpferquintessenz, ja. Und gibt man hier auf Sympathie, Zuneigung, Wohlwollen ein. Ja, oder hier zum Beispiel, hier steht Buchschwarze, eine Liebe, der Freund. Und dann schauen wir mal nach im Tipp, welche Begriffe sind hier auch noch mit aufgegriffen. Mutterbrust, Brustwarze. Also weniger direkt, was man unter Liebe versteht, aber ähnliche Begriffe. Auch zum Beispiel Dud, der Geliebte, oder der David. Der Geliebte im Doppelten, das kennen wir ja auch. Ne? Das haben wir ja viel in den Offenbarungsbüchern gelesen. So, dann gehe ich nochmal hoch. Das wäre jetzt also, wenn ich das Deutsch suche, wie es auf Hebräisch heißt. Und ist Deutsch als Hebräisch ist ganz interessant, weil das viele sagen, ich möchte gerne ein Wort hebraisieren. Wie kann ich da jetzt was finden, wie das hebraisiert heißt? Und dann nehmen wir mal den Begriff Mann. Was ja als Denker, als Geist, aber auch der normale Mann sein kann. Also der normale Denker, der Intellekt, sag ich mal. Und hier finden wir Mem, Aleph, Nun und Entnun. Also richtig M-A-N-N, genau wie wir Mann aussprechen, gibt es ein hebräisches Wort, das genau so geschrieben wird und das heißt senkrecht vertikal. Interessant. Spannend, nicht? Ja. Deswegen habe ich das auch extra rausgegriffen. Wir wissen ja, das Vertikale ist ja das, was mit dem Geist zu tun hat. Ruach, Rauch, der Geist steigt nach oben. Und das Horizontale ist das Weibliche. Das haben wir auch beim Achsenkreuz, weißt du, das Kreuz. Das erinnert mich jetzt auch an, wo ich das mit dem Sephirotbaum gemacht habe, die einzelnen Stufen oder die Fundamente, die sind immer horizontal und der mittlere Pfad, der durchkreuzt sie, vertikal. Und hier haben wir auch wieder, da das ein Entnun ist, der Totalwert ist natürlich eine andere, was anderes, als was im äußeren Wert rauskommt. Nicht? Weil es eben 700, das Entnun, berechnet wird. Jetzt haben wir hier den Mann mit Aleph geschrieben und da das A und das Ayin eben mir verschiedene Vokale annimmt, kann man das Wort Mann, hoppla, auch mit Ayin schreiben. Und dieses Ayin der Zahl 70 zugeordnet, das finden wir ja hier auch im Verhältnis der 1 so gegenüber von 70, er drückt in der Qualität das aus, was er auch mit der Vielheit zu tun hat. Also die 7 ist ja die Vielheit und die 70 ist auf der 10er-Ebene, drückt ja auch die Vielheit aus. Und der Mann, der nunmehr in dieser Vielheit ist, das ist unser normales Denken. Der ist nämlich bewölkt. Also da ist unser Verstand eingenebelt, sag ich mal mit anderen Worten. Ja. Ja, und der Mann mit dem Aleph, mit dem Geist in der Mitte, der ist senkrecht. Dem geht das senkrecht nach oben. Ich denke mir meinen Mann lieber mit Aleph. Ja, aber wir brauchen hier beides. Ja, genau, das haben wir dann auch mit dem Endzeichen gemacht. Dann werde ich mal das mal löschen. Und dann kommen wir nochmal. So, Deutsch als Füllzeichen. Können wir sogar den Mann auch mal lassen, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, als Vergleich ganz gut. Ja. So, ich benutze es eigentlich selten, aber manchmal ist man ja neugierig, in welchen Worten, welche Worte gibt es auf Hebräisch, wo diese Radixen mit drin enthalten sind. Also 14 hat er uns davon ausgedruckt. Und dieses blau geschriebene MNN, siehst du? Zwei Jods sind dazwischen. Und dann steht ja jedes Mal drauf, einmal heißt es Dosierung. Interessant ist es,
Mannin oder Männin, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ist auch nicht so wichtig, ist interessant, interessiert. Es ist nicht so, wenn erst ein Interesse auftaucht, dass mein Geist aktiv wird, dass der Mann in mir aktiv wird, ja? Und so findet man, auch dieses Bewölkt kommt ja nochmal wieder vor, wo eben diese vier vier Hieroglyphen in verschiedenen Worten enthalten sind. Das ist jetzt grün hinterlegt und hier ist jetzt nichts hinterlegt, auch versetzt. Da finden wir das, was mit dem Mann, den Mensch, der Mann noch im Hebräischen als Bezeichnung zu finden ist. Hier haben wir den Mensch, den Adam jetzt hier. Und hier der Ehemann, ein Gatte, Mann, das ist der Aish. Das ist, was wir so in der Regel auch als Mann wiederfinden. Und so kann man das durchgehen. Interessant ist auch nochmal, mal sehen, das steht ja auch hier drin. Ja, das auch, ja. Nee, Moment, da. Gaber, denken wir an den Hahn, der Geber. Das ist ja auch der Mann, die Potenz. Hier steht jetzt noch nichts von Potenz drin, aber wurde auch öfter in Gesprächen hervorgehoben, dass dieser Gaber, da steckt auch der Gabriel drin, der ja auch, ich sag mal, die geistige Befruchtung von Maria und Elisabeth, die dann symbolisch den Jesus und den Johannes geboren haben. So, das ist das mit den Füllzeichen. Und jetzt kommen wir auf die Werte. Wie gesagt, ich würde vorschlagen, den äußeren Wert zu benutzen. Machen wir einfach mal die 3 Fünfer, die Sichtweise auf allen 3 Stufen. Jetzt stehen natürlich viele Begriffe, manche sind gar nicht unter, also nicht schwarz hervorgehoben, haben zwar auch schon seinen Sinn, es ist nicht so, dass sie nicht total verkehrt sind, aber dann kann man mal, wenn man sagt, Mensch, ich werde so oft mit dieser Zahl konfrontiert, jetzt will ich doch mal schauen, was will mir das eigentlich sagen. Da kann man natürlich auf die 500 eingehen, auf die 50 und auf die 5. Aber wenn man den ganzen Totalwert benutzt, dann kann man mal schauen. Und ich sage, wenn jetzt sehr viele Begriffe sind, schau doch einfach mal nach, wo ein bisschen mehr erklärt ist. Und in diesem Fall ist es der Adler. Und ja, da wird auch der Gänsegeier erwähnt, der Nescher, Adler und Gänsegeier. Und eben sehr viele andere. Ich will jetzt nicht alles durchgehen, es geht nur darum, zu erklären, wie man etwas findet. Du siehst, also es sind hier sehr riesige, deswegen habe ich mal einfach ein großes mal ausgewählt. Und ich sage immer, schaut dann mal nach, wenn es so viel ist, wo wird einfach ein bisschen mehr was erklärt. Dann ist es, dann kann man da näher drauf eingehen. Gibt hier unten ja auch noch die vollen Werte, verborgene Werte und der Pyramidenwert. Wer sich da näher mal mit befassen will, der kann das dann für sich tun. Das ist dann also für jeden selbst überlassen. So, das war jetzt, ich gehe jetzt wieder auf das Hebräische. So war die Grundstruktur, wo wir angefangen sind. Jetzt gehen wir gesucht wird. Wir waren ja erst bei der Eingabe. Jetzt gehen wir auf gesucht wird. Wir haben jetzt das ganze Wort und jetzt gehen wir mal am Wort Anfang. Ich überlege gerade. Nee, pass auf, wir machen jetzt. Nee, gut, machen wir das erstmal. Dass ich das andere jetzt aber nicht vergesse. Machen wir das Wort Leb. Das ist das Herz. Das wurde heute auch ein bisschen mit angesprochen. Da haben wir erstmal das Herz, das Inneres und so weiter. Mit der Erklärung. So, und jetzt geht
Alle Worte, die am Wort anfangen, mit Lamed, Bet anfangen, werden hier aufgeführt. Siehst du? Der Löwe, Lebam. Und das hier ist ganz interessant. Wir haben ja Leb, ja, am Anfang. Nee, Moment, da sucht ich noch was anderes. Habe ich das jetzt gesucht? Ah, nee, da. Leb. Mal eben gesucht ich noch. Vielleicht finde ich das noch. Ja, das hier. Hier haben wir das Leb. Und am Ende haben wir Lebek oder Lebak oder wie es ausgesprochen wird. Das ist ja Leb, ist ja das Herz. Und wird auch ausgesprochen, das Herz in dir oder dein Herz in deinem Innern. Denn dieses K am Ende, dieses Endkaff, wir wissen ja auch 2020, da haben wir ja zweimal das K drin, da ist das Endkaff ja dein. Ja, dein Herz. Kann man übersetzen, dein Herz, ja, oder das Herz in dir. Leb ist das Herz und Beka heißt in dir. Dein Herz oder auch dein Inneres in dir. Wenn man jetzt mit dem Suffix spielen möchte, aber das muss jeder für sich ganz langsam sich herantasten und den Weg da finden, wie man damit umgeht. Ich wollte hier auch nichts groß aufschlüsseln, sondern nur einfach Beispiele bringen. Man kann das genauso machen, auch im Wort. Jetzt habe ich es gelöscht, das wollte ich eigentlich nicht. Das heißt, jetzt ist das LB im Wort enthalten. Ja, hier ist das LB mittig, LB auch, LB oder LB, L ist Gott, B in mir. Und so kann man eben viele Worte finden, wo das Wort Leb enthalten ist, eben im Wort oder auch am Ende des Wortes. Also genauso die Möglichkeit. Nicht? Leb am Ende des Wortes. Ja, das ist eigentlich schon. Warte mal, jetzt gehe ich nochmal. So, und jetzt geht noch im Wort nach Wortwurzeln und Worten suchen. Ach, das ist hier das Gleiche. Und auch noch Permutationen. Das heißt, die verschiedensten Worte, wo das Bet und L, das Lamed, sich hier auseinanderteilt. Das ist nicht hintereinander wie Leb, sondern hier ist ein B und ein L mit drin in verschiedensten Worten. Die sind permutiert, sagt man. Aber damit arbeite ich eigentlich verhältnismäßig wenig. Ich wollte es einfach nur noch mal angesprochen haben. Ohne Auslassung und mit Permutation Worte teilen. Das ist eine Spielerei, die jeder dann mal für sich machen möchte, wenn er Lust dazu hat, ist aber nicht so ausschlaggebend. Das Ausschlaggebende, machen wir das ganze Wort, das Ausschlaggebende ist eben diese hebräische Hieroglyphen reinzugeben. Wenn ich ein deutsches Wort suche, wie heißt es auf Hebräisch? Oder ich möchte hebraisieren, dann gehe ich auf Deutsch als Hebräisch. Und dann eben, wenn ich noch den äußeren Wert suche. Das sind also die Sachen, die hauptsächlich wichtig dafür sind. Ich glaube, soweit habe ich auch das meiste erklärt. Ah nee, eins habe ich noch vergessen. Richtig. Und zwar, wenn ich jetzt, da Hebräisch, Deutsch als Hebräisch. So, ich suche jetzt ein deutsches Wort und will schauen, wie es auf Hebräisch heißt. Das mache ich einfach mal im Begriff Stufen. Oder es sind längere Worte. So, dann kommt das heraus. Keine Treffer.
Deutsch als Hebräisch gefunden, aber direkte Übersetzung. Das heißt, bei längeren Worten können keine Treffer gefunden werden, wird hier erwähnt und dann wird auf den Begriff Stufe eingegangen, wie es auf Hebräisch Rang, Stufe, Stufe machen. Ja? Derek, Derek heißt es, glaube ich. Diese beiden Begriffe sind jetzt hier aufgeführt. Da muss man natürlich ein bisschen, wenn es gerade längere Worte sind, die Worte einteilen. Wenn ich schon, hier sehe ich das UF, da kann ich schon UP von machen, ja? Ja, kannst du vorstellen? Ja. Und wenn ich hier ein P habe und ein N, dann PN-Stufen, ja, Stufen, das F, das P ist ja dasselbe, mache ich PN, dann habe ich die Ecke, den Aspekt. Das ist das Spiegeleck, da habe ich den Aspekt, den ich da finde. Und dann wird hier Ecke, Aspekt, wird hier einiges da. Siehst du, der Versteck im Eck, im Schlupfwinkel, das ist das Spiegeleck. Und so kann ich das Wort Stufe, kann ich das S für raumzeitlich nehmen, das T für Erscheinung, U, das sich aufspannt, PN als ein Aspekt. Dann kann man eben die Worte, sag ich mal, ein bisschen auseinandernehmen. Und, aber das ist eine Übungssache, da muss jeder sich so langsam dran herantasten. Ich kann auch sagen, die raumzeitliche Erscheinung von UP in der Existenz. Dann sind das auch die S-T-U-P-E-N, die Stufen. Jo, ich würde sagen, soweit habe ich alles erklärt. Einmal kurz, möglichst kurz. Und so, dass jeder, der interessiert ist, sich nochmal das anhören kann. Ich hoffe, es hat dir auch noch ein bisschen was gebracht. Ja, doch. So einige Sachen, die ich noch nicht so wusste. Ja, wir sind ja schon mal durchgegangen zusammen. Ja, ich habe mich noch wenig beschäftigt die letzte Zeit, aber das ist, das interessiert mich im Moment. Das möchte ich jetzt auch ein bisschen mehr für mich rausarbeiten. Ja, ist schon klar. Nee, siehste, da haben wir eine kleine Grundlage geschaffen und wie jeder Geistesfunke damit umgeht und klarkommt, werden wir in unserem Geist einfach mal abgeben. Und ich sage dir danke, dass du dich bereitgestellt hast für diesen für dieses Selbstgespräch. Und mach's mir gut. Ja, bis danke. Dann wieder, Claudia. Ciao. Ja, tschüss.